Hallo, ich bin der Taihiro und ich mache mal wieder nur für euch einen Schlachtkommentar über eine Multiplayer-Schlacht in Shogun 2 Total War. Ich denke mal, ich sage das falsch, aber ich sage es doch richtig. So, wir spielen dieses Mal auf der Karte Tiefland gegen den Herrn Furubu Dotz, was jetzt natürlich mal vielleicht ein bisschen neu ist unter den Schlachtkommentaren. Ich sag mal, unter dem Land, dass es auch endlich mal Schnee gibt. Es schneit. Ich möchte jetzt mal eine kurze Info abgeben. Ich habe das nämlich jetzt auch in einem Kommentar kurz gelesen. Vor kurzem, für euch ist es jetzt vielleicht wieder, was weiß ich, wie lange her, wenn ihr das seht, dass ich gefragt wurde, ob ich jetzt die DLCs hätte. Antwort: Ja, jetzt schon. Habe mir sie heute zugelegt, bin momentan sehr zufrieden. Es wird jetzt auch nur noch Schlachtkommentare geben, in denen die natürlich verwendet werden. Es wird nichts mehr ohne die geben. Also ich bin begeistert und bereue es zutiefst, dass ich sie mir nicht schon früher geholt habe. Aber naja, gut, ich meine, man lernt daraus. Das ist jetzt übrigens auch der erste Schlachtkommentar, in dem ich wirklich diese neuen Einheiten verwendet habe. Nämlich, wir haben hier berittene Naginata-Krieger, die sind von The Rise of the Samurai. Dann hätten wir hier die Feuerkavallerie, bekannt geworden durch die Takeda. Das passt ja gut, ne? Dann haben wir hier jede Menge Naginata-Krieger, meine Kavallerie. Die liebe ich. Ich habe immer früher gedacht, was wollen die Leute eigentlich damit? Inzwischen kann ich es wirklich verstehen. Also die Einheit ist sehr stark. Sehr, sehr stark. Dann zur üblichen Armee. Hier ist mein General. Wieder ganz normal Tokata Honaiba, hat sich nichts verändert. Jede Menge Schwertinfanterie, also meine besten Veteranen in puncto Katana und Nodachi Samurai. Davor die Yari Samurai, auch alles Veteranen, und davor hatten wir zwei Veteranen. Moment, ich muss mal kurz. Das war die Yari Samurai. Okay, bin jetzt gerade rutscht. Ja, genau, die Daikyu Samurai, die sind auch noch neu. Habe ich mir auch noch zugelegt. Die sind auch sehr, sehr, also sehr, sehr richtig gute Bogenschützen. Also man hat faktisch schon ohne die DLCs, finde ich, gar keine Chance mehr in Shogun 2. Muss man wirklich mal so sagen. Man muss dann wirklich noch gegen Leute spielen, die keine haben. Und davon gibt es eigentlich so gut wie keinen mehr. Deswegen habe ich es auch getan. Dann haben wir jetzt hier noch eine Bogensamurai-Veteraneinheit. Und das war es eigentlich schon. So, nun mal schnell zum Gegner. Das ist sein General. Den man jetzt auch mal richtig sehen kann, der ist im Rise of the Samurai-Stil, so wie ich das hier so erkennen kann, auch von der Rüstung her, eingekleidet worden. Hier hat eine leichte Kavallerie, also nichts Besonderes. Zwei Katana-Samurai, also Schwertinfanterie, nur Katana-Samurai. Dann wieder ein, naja, Spam. Nee, kein Spam, sorry. Ist kein Spam. Ja, Speereinheiten, es geht eigentlich. Er ist noch keine overpowered, also er hat kaum Veteranen, das muss man schon an der Stelle sagen. Aber nun gut, ich meine, die relative Armeestärke, das ist doch schon mal was, ne? Also ich meine, man kann ja auch mit, wie ich schon mal gesagt habe, mehr Masse als Klasse, warum nicht, ne? Also, ich meine, natürlich. Wie man jetzt kämpft, ist einem selbst überlassen. Wenn man den Gegner nur vernichten will, dann kann man natürlich so kämpfen, aber ich denke mal, da verliert man jetzt nach einer Zeit lang den Spaß daran. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Das bringt nichts. Bringt gar nichts. Ganz ehrlich. Aber, darüber wollen wir jetzt natürlich nicht reden. Aber vielleicht tut es der Gegner, ja. Ja, wie gesagt, also ich stelle mich jetzt erstmal hier vorne auf, weil hier habe ich natürlich auch Schutz. Dieses Gebüsch bietet mir natürlich Schutz vor den Infanterieeinheiten. Ja, und der Gegner, ich weiß nicht ganz, was er vorhat. Es ist so eine ganz schlichte Taktik, aber nicht zu verachten. Durchaus nicht, also er setzt wohl auf Ansturm, denke ich mal. Wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob ich angegriffen habe. Das wird sich noch zeigen. Und ich habe inzwischen mal meine berittenen Naginata-Krieger und meine Feuerkavallerie inzwischen mal hier vorne aufgestellt, weil ich die da als nützlicher empfand. Gut, ebenso die Naginata-Krieger-Mönche, die habe ich hier vorne. Also ich meine, wenn es der schon so gut anbietet. Okay, für die habe ich leider kein Versteck mehr gefunden, aber ich meine, die kann ich auch erstmal nicht gebrauchen.
Der Gegner hat auch keine, ja, wie gesagt, nur diese eine Kavallerie, also insofern ist es dann nicht so vorteilhaft für ihn. Ich schieße jetzt hier ganz gemütlich mit meinen Daikyu-Samurai erstmal und meinen Bogensamurai ich erstmal auf ihn ein bisschen. Er hat ja nur einfache Bogensamurai, keine Veteranen. Insofern hat er nicht sehr viel Chance. Dann überspulen wir mal diesen Part. Ihr seht jetzt, meine Einheiten schießen ordentlich. Und man sieht auch ganz deutlich, ich halte mal wieder, mach mal kurz wieder auf Play, sieht ganz deutlich, er hat schon hier fast die Hälfte seiner kompletten Einheit verloren. So gut schießen diese Einheiten. Also, und ebenso, das verhält sich ähnlich. Ausgeglichener Kampf durchaus, aber diese Einheit hier ist schon fast am Ende und die auch. Also die beiden Einheiten werden auf jeden Fall sterben. So viel ist sicher. Aber nun gut. Noch ist ja nichts entschieden, ne? Ist ja nur das Vorgeplänkel, das bekannte Vorgeplänkel, was ich immer nie so wirklich mag, weil die richtige Schlacht kommt ja erst jetzt. Der Gegner hat, wie ich ja schon vorab prophezeit habe, auf Ansturm gesetzt. Ich ziehe jetzt meine Bogenschützen zurück. Jawohl, ich wusste es doch. Bin ja nicht blöd, ne? Meine Kavallerie halte ich vorerst im Zaum. Die Gelegenheit muss ich noch ergeben. Ich setze jetzt erstmal nur darauf, dass ich meine Einheiten hier die Gegner erstmal abwehren. Ich stürze jetzt natürlich mit allen sinnlos darauf. Ich habe die Formation mal gelockert. Ob das jetzt so vorteilhaft war, weiß ich nicht, aber ich wollte sie einkesseln. Und jetzt kommt meine Kavallerie ins Spiel. Hier meine Naginata Krieger, meine Kavallerie. Ja, ich liebe sie, ich muss es einfach sagen. Und natürlich auch meine berittenen Naginata Krieger und meine Feuerkavallerie. Damit stürze ich mich jetzt nämlich hier auf seine ungeschützten Bogenschützen. Alles klar, warum auch nicht? Bietet sich ja gerade an. Und die sind dann eher lästig. Er greift mit seinem General an. Ich weiß nicht mehr ganz, ob er damit Erfolg hatte oder nicht. Gute General. Obwohl, nee, es ist nur die leichte Kavallerie. Ich denke mal, nee, das war keine so gute Idee seitens, ja, von seiner Seite aus. Hier wird ordentlich gekämpft. Aber gut. Betrachten wir mal aus der Ferne. Jetzt kommt der andere Teil, den ich noch hatte. Ich hatte auch noch eine Katana-Kavallerie, Verzeihung, die habe ich vergessen zu erwähnen am Anfang, tut mir leid. Die hatte ich wohl noch woanders versteckt. Mit denen, genau, mit denen ziehe ich jetzt nach. Genau, das war der Zweck. Achso, nee, Verzeihung, andersrum. Ich ziehe mit denen. Ja, genau, das war ja der Clou an der Angelegenheit. Hätte ich ja beinahe vergessen. Ich renne. Ich rase denen jetzt in den Rücken und rushe sie weg. All meine Einheiten. Schön anzusehen, finde ich. Er ärgert sich hier noch mit meinen Einheiten rum, ob sie ihm was bringt. Naja, eher weniger, weil er hat keine besonders starke Kavallerie. Seine Bogenschützen sind abgelenkt, das ist auch gut. Die haben nämlich einen demoralisierenden Effekt, wenn man so richtig einsetzt. Ja gut, momentan sieht es noch für den Gegner relativ gut aus. Tut mir übrigens leid an denjenigen, der mir gerade schreibt, dass ich nicht antworten kann. Ich nehme gerade auf. Das wirst ihr dann hier unten noch sehen. Aber ihr seht, hier, die routen schon, wie man so schön im Englischen sagt. Die beginnen schon langsam zu fliehen. Sie halten sich gut. Ich kann ja auch meine Bogen und meine Daikyu-Samurai habe ich jetzt eher ruhig gehalten. Die sind eher mir ein Dorn im Auge. Aber okay, seine Infanterie schlägt sich gut. Das muss man schon sagen. Gut. Das Spielchen kennt er ja wahrscheinlich inzwischen schon. Jetzt ist das Replay mal wieder angehalten. Ich weiß nicht, warum das andauernd passiert. Das scheint bei allen Replays jetzt zu sein. Ich habe keine Ahnung, wieso. Das ist jetzt, tut mir jetzt wirklich leid. Ich weiß nicht, wieso das jetzt passiert ist. Tut mir leid. Aber, ihr könnt ja hier schon sehen, die Einheiten, wie ich vorhin schon gesagt habe, beginnen langsam zu fliehen und sind eingekreist worden. Also diese Einheiten werden verlieren. Diese Einheiten hier hinten werden dann Angst bekommen, weil ich dann mit meiner Kavallerie unter anderem noch dahin jage. Auch wenn jetzt hier noch gegnerische Speerinfanterie und Katana-Infanterie ist.
Der Kampf wird sich für mich entscheiden. So viel könnt ihr mir glauben. Ich kann es euch ja gerne nochmal alles zeigen. Hier sind meine Einheiten. Gut, meine Schwertinfanterie hat sehr stark mitgenommen. Aber nicht, sagen wir mal, nicht zu Unrecht hat dieser Schlachtkommentar den Namen in letzter Minute erhalten. Denn die Kavallerie ist wortwörtlich in letzter Minute hier reingerast und hat diese ganzen Einheiten hier vernichtet. Ich würde euch das gerne zeigen, aber das Replay, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das soll ewig mit diesem, dass hier nichts mehr läuft, weil eigentlich, ich guck mal kurz. Nein, es passiert nichts. Es passiert nichts. Ich weiß nicht wieso. Tut mir leid. Naja, aber das meiste hat man jedenfalls gesehen. Zum Glück sieht man das meiste noch. Also, wenn es am Anfang schon aufhören würde, dann wäre es das schlecht. Ja gut, dann war es das eigentlich. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Und dann begrüße ich euch beim nächsten Mal. Wahrscheinlich auch wieder beim kaputten Replay. Ich hoffe es ja mal nicht, aber ich glaube schon. Inzwischen ist jedes Replay hier kaputt. Ich weiß nicht wieso. Hier seht ihr dann. Ich grüße euch das nächste Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch, wie gesagt, einen Daumen hoch. Und wenn ihr mir sagt, dranbleiben wollt, einfach nur abonnieren. Ansonsten, ja, vielleicht überlege ich mir, wenn das mit den Replays jetzt so weitergeht, dass ich vielleicht mal einen Live-Schlachtkommentar mache, aber das ist immer sehr schwer. Ja, muss ich mal sehen. Ansonsten, ich hoffe mal, es stört euch nicht zu sehr. Oh, der läuft mit Pferd. Ich hoffe mal, es stört euch nicht allzu sehr. Es ist eben so. Das scheint bei allen so in letzter Zeit zu sein. Aber nun gut. Dann mache ich jetzt hier mal einen Cut, einen offiziellen Cut, beendet diesen Schlachtkommentar. Wie gesagt, Daumen hoch geben und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Teddy Hero.